Hallo, grüß Gott. Ich möchte euch ganz herzlich auf dem Riesenhof begrüßen. Ich bin die Seniorchefin und gelernte Köchin. Und ich möchte euch heute ganz gerne eine leckere Kürbismarmelade zeigen, wie die hergestellt wird. Und freue mich, wenn ihr mit zu mir in die Küche kommt. So, jetzt sind wir in unserer althergebrachten Küche und da machen wir alles, auch diese Marmelade. Ich habe schon hergerichtet, was wir alles brauchen. Als erstes fangen wir jetzt an mit dem Kürbis. Wir werden ihn zerteilen und die Schale entfernen und schneiden. Der ist ganz schön fest. Naja, da bringen wir ein gutes Kilo zusammen. Also, ja, das ist ja schon dafür, wenn wir dann den Rest weggeteilen. Die Kerne hebe ich mir für nächstes Jahr ein paar auf. Die trockne ich mir. Und dann stecke ich mir die nächstes Jahr, dass ich selber so einen Kürbis bekomme. Der ist nämlich, wir haben ihn gerade probiert, von der Konsistenz und vom Geschmack sehr gut. Der hat wirklich ein bisschen an Geschmack und ist zu empfehlen. So, als nächstes machen wir jetzt unsere Orangen. Wir nehmen zwei Stück dazu. Pro Kilo nehmen wir eine Orange und pro Kilo nehmen wir zwei Äpfel. Den Kürbis schon einmal auf dem Herd, damit der mal weich wird, weil er doch ein bisschen braucht. Mit einem halben Liter Orangensaft. Wir machen jetzt einen Abrieb von den Orangen. Das sind Bio-Orangen, sind heiß gewaschen. Und für den Geschmack gibt die Orangenschale ziemlich viel her. Dann wird das alles etwas intensiver. Der Geschmack. Die Orange filetieren wir jetzt, damit wir nichts Weißes dran haben. Und geben diese Filets zum Kürbis. Dann schälen wir jetzt den Apfel. Da braucht man keine Schale dazu. Sonst haben wir die ganzen kleinen Papperle in der Marmelade drin. Gut. Da haben wir jetzt eine Vanilleschote, eine richtige, eine echte. Die schneiden wir auf und streichen dann das Mark raus und geben es zu der ganzen Masse dazu. Aber wir warten jetzt noch ein bisschen. Lassen das erst einmal kochen. Wir machen jetzt auch noch einen Hauch Spekulatiusgewürz hin. Nicht viel, nur dass es leicht unterstreicht. Die Vanille haben wir schon drin bei den Orangen. So. Riecht gut. Sehr gut. Dann haben wir die Orangen, die fertigen Äpfel. Das nehmen wir jetzt alles zusammen und dann das zum kochenden Kürbis. Das Ganze muss ungefähr eine Viertelstunde bis 20 Minuten jetzt kochen. Das Gelfix hat jetzt diesen Vorteil, dass man 3 zu 1, das heißt 3 Teile Früchte und nur ein Teil Zucker nehmen muss und dann die Marmelade nicht so süß wird und man sie auch einmal so mit dem Löffel essen kann. Ich mische jetzt das erst einmal, damit das dann gut, dass man das dann gut unter die Masse
geben kann, weil die Masse schon heiß ist. Normalerweise gibt man das alles unter das kalte Fruchtmus. Aber dadurch, dass wir jetzt das im Schnellverfahren ein bisschen machen, wollen wir das in die heiße Masse geben. Und dann muss der Zucker unter diese und dieses Gel fix drunter, damit es keine Klumpen gibt. Jetzt schauen wir mal. Das Essen, das ist immer nur ein wenig fest. Ich püriere das Ganze jetzt, damit wir schöne Masse bekommen. Wunderbar goldgelb. Sehr appetitlich. Wir schieben es jetzt ein bisschen auf die Seite, damit es nicht ganz so stark kocht. Und geben jetzt dann praktisch das Geliermittel mit dem Zucker in die Masse. Und jetzt muss das Ganze noch einmal aufkochen für 3 bis 5 Minuten. Und jetzt muss man natürlich aufpassen, damit das unten nicht anbrennt, weil das doch eine schöne dicke Masse ist. Und was also gut ist, es darf ruhig ein bisschen was drin sein. Muss ja nicht alles ganz klein sein, damit man noch ein bisschen was sieht oder spürt. Und mein Tipp ist dann noch, wenn die Masse kocht, die fängt dann zum Schäumen an. Und damit dieser Schaum nicht entsteht oder nicht bleibt, geben wir ein Stück Butter mit rein. Und der Butter nimmt diesen Schaum. Es gibt keinen Schaum, der Schaum ist weg. Und jetzt machen wir noch die Gelierprobe. Ja, das ist nicht einmal so hoch rausgekocht, wie ich gedacht habe. Gelierprobe heißt, man gibt einen Esslöffel voll von der Marmelade auf einem Unterteller und lässt den laufen. Und dann soll diese Marmelade, wenn sie kalt wird, fest werden. Und dann sieht man, ob das Geliermittel reicht oder ob man noch was zufügen muss. Und ich denke mal, warten wir nur einen Moment. Es kommt jetzt auch darauf an, wie fest man die Marmelade haben möchte. Aber nach meinem Geschmack, denke ich, braucht man noch ein bisschen. Das reicht nicht ganz. Siehst du das? Es ist zwar dickflüssiger, oder man lässt es dann einfach. Lecker. Ich richte jetzt einmal die Gläser her und da füllen wir dann die Kürbismarmelade ein. Mit Twist-Off-Deckel, das sind ganz neutrale Gläser. Kann man dann verzieren oder kann oben was draufschreiben, was es für Marmelade ist. Und sind 200 Gramm Gläser und sind eigentlich recht gut für einen Vierkopfhaushalt zu überkommen. Und dann ist es weg und dann mache ich wieder Neues auf. Es gibt die Möglichkeit nur zu sammeln. Das heißt, zu unserer heutigen Zeit, wo alles nachhaltig sein soll und muss, kann man kleine Marmeladengläser oder Gurkengläser, je nachdem, was man halt gerade verbraucht, oder Pastagläser, kann man dann sammeln, auswaschen und dann halt aufheben. Und dann kann man für Marmeladen oder wenn man was einkochen will, kann man das alles benutzen. Und es ist halt alles wunderbar. Ich habe das selber schon öfters gemacht. Also man kann das nur empfehlen. Haltbar ist die Marmelade 1 bis 2 Jahre. Aus eigener Erfahrung ist das wunderbar zu handeln. Und hält dann auch. Und wenn man die vorher nicht isst, also 1 bis 2 Jahre ist kein Problem. So, wunderschöne Farbe. Man sieht, es gibt aus 2,5 Kilo Kürbis, Äpfel, Orangen eine wunderbare Marmelade, die ich bestimmt sehr gut verschenken kann. Kleine Mitbringsel für Weihnachten, Geburtstage, etwas mit Schleife oder
passt und schön beschrieben oder auch selber. Bei uns bleibt jetzt diese 200 Gramm Marmeladengläser, die beschreiben wir dann oben und kommen dann in den Kühlschrank. Und unsere Urlaubsgäste sind das sehr froh darüber, dass das gibt, weil es auch nicht, einfach nicht so zuckerhaltig ist. Und ich mache Kirschmarmelade, Erdbeermarmelade, Zwetschgenmarmelade, Mirabellen und alles, was bei uns im Garten so gibt. Es gibt, man kann auch Rhabarber mit Banane machen, etwas exotischer. Oder aber, sage ich mal in Anführungszeichen, übrig gebliebenen Obst, hier alles wieder verwertet. Deckel drauf und zudrehen, soweit es geht. Und dann zieht die Wärme den Deckel an. Und dann stellt man die Marmelade. Über Nacht bleibt die im Zimmer und wird abgedeckt, damit sie schön langsam kalt wird und dann eben dieser Deckel schön schließt, dieser Twist-Off-Deckel. So, und dann wünsche ich guten Appetit und gutes Gelingen.